Wir stehen auf der Ostsee, auf der Walter Helwig 3, einem Forschungsschiff des VTI, also von Thüne Institut, das sich hauptsächlich hier auf der Ostsee mit Fischereibiologie, also Beständen von Dorsch oder allgemeinen Fischen und Fischereikontingenten beschäftigt. Da unsere Gesellschaft durchaus dran ist, dieses größte Ökosystem mit am stärksten zu belasten. Und man eben so viele interessante Organismen und Systeme im Meer findet, ist es für mich genau der Bereich, mit dem ich mich am liebsten beschäftigen möchte. Gerade aus diesem Zweck fahre ich ja hier mit, um da ein bisschen näher mal Einblick zu gewinnen. Welches Tier hat tatsächlich inwiefern was für Probleme mit seiner Reproduktion oder allgemein steht es vorm Aussterben oder nicht? Wir können, hoffe ich, der Gesellschaft sagen, wie man richtig mit diesem System umgehen könnte. Ja, ich denke, Wissenschaftler versuchen zumindest immer so ein bisschen deswegen den bösen Zeigefinger zu erheben, möglichst früh, damit wir nicht hinterher dastehen und sagen, ja, es wäre eigentlich doch mal ganz schön gewesen, wenn mein Sohn oder mein Enkelkind doch noch einen Dorsch gesehen hätte.